So, und jetzt? Jetzt ändert sich unser Charakter vom britischen SAS-Soldaten zu United States Marine Corps Sergeant Paul Jackson. Und auch hier werden wir erstmal mit einem Hubschrauber eingeflogen. Marines, unsere Aufklärer glauben, Al-Assad in einem Gebäude am Westrand der Stadt gesehen zu haben. Wir müssen den Randbereich sichern und Al-Assad schnappen. Hurra, dann los. Okay. Ach, hier wieder, ich finde die Grafik einfach nur noch geil. Detailreichtum. Zum Moment sieht man hier relativ wenig. Da werden einem stockdunkel schwarzen Blackhawk sitzen. Oder ist doch geil designt. Was meinst du, Horst? Horst? Hey, Horst ist weg. Horst! Naja. Dann geht's halt erstmal ohne Horst weiter. Druck 2 mit mir zum Zielgebäude. Bewegung! So, hier bauen sie die Straßensperre auf. Ich finde das so geil alles. Da ist das Zielgebäude. Tür auf der linken Seite aufbrechen. Formieren! So mit so einer Liebe zum Detail alles geformt. Ladung zünden. Den los, los! Sicher! Jackson, geh vor. Natürlich gehe ich vor, wer auch sonst. So, jetzt haben wir hier einen Waffenladen gesprengt. Halt die Fresse da hinten. So, was immer. Immer die Druckknopf mal mit. Ja, hier können wir auch noch eine Schrotflinte oder ein AK-47. Oder lauter so brennendes Zeug mitnehmen, aber. Bleib hier weiter. Boah! Boah. Alle Personen überprüfen und so Al-Assad identifizieren. Hier ist er nicht, Sir. Kein Zeichen von Al-Assad hier, Sir. Dann suchen wir einfach mal weiter. Hier Red Dog. Zielgebäude gesichert, aber kein Al-Assad. Over. Ach ja, bei dieser Gelegenheit möchte ich auch mal auf das Mirkos und Deadborn Childs neue Streaming-Show hinweisen. Hab sie mir neulich angeguckt mit und irgendwie hat was. Beiden sind schon echt geiles Team. Und ich finde, die sollten mehr Let's Plays zusammen auch machen. Oh fuck! Granate. Und die sollten noch mehr Let's Plays zusammen irgendwie machen, weil. Das sind einfach ein super Team. Boom.
Ah, oh, scheiße. Na komm. Ihr Witz. Scheiß Granaten. Ah, das war mein eigener. Nein! Nein! Oh! Puh. Zum Glück können die nicht sonderlich produzieren. Ne, das ist auch genau das, was ich meinte bei meinem Video, wo ich die Frage nach Modern Warfare 2 stellte. Was ist da jetzt ein großer Unterschied, ob sich hier ein Soldat vor mir weggerobbt oder ein Zivilist? Also, dass man sich da entweder mal richtig konsequent komplett über solche Spiele auf oder lässt es bleiben. Aber die Einzeldinger da, das finde ich ist einfach nur heuchlerisch. Diese scheiß Propaganda zu. Los geht's! Ja, dann lass mal los, die, wa? Boah. Wow. Ah! Geh! Ah, Granaten! Scheiße! Ja, ich hab's ja gesehen. Zu spät. Guter alte Druckknopf. Na? Scheiße. Boah, fuck you. Ich höre diese scheiß Granatengewerfe. Man sollte Granaten verbieten, ey. Aus diesem Grund spiele ich auch kein Counter-Strike mehr. Mit diesem scheiß Granatengewerfe die ganze Zeit. Das hat nichts mehr mit Taktik zu tun. Das ist pures Glück, wenn man da Granaten schmeißt und auch noch was trifft. Steht mir doch nicht immer. Splatter. Steht mir doch nicht immer im Weg rum, ey. Ich wüsste jetzt zuhören, wo Haustin verschwunden ist. Hat es ihm keinen Spaß mehr gemacht? Naja. Vielleicht taucht er später nochmal auf. Was ist denn hier immer für ein Lärm? Sag mal, Schnauze da drin. So wie zum Thema Granaten werfen. Da kommt Verstärkung. Bewegung.
Aber da, mein Ding zahlt doch dahin. Da muss ich irgendwie rüber. Ja, ich kann mir schon. Zielgebäude in Sicht.